Willkommen beim Gartencoach. Im Frühling müssen die Gemüsegartenbeete umgegraben werden. Und wie ihr das macht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Bleibt dabei. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. So geht ein altes Lied und das besagt, dass der Bauer tatsächlich im zeitigen Frühjahr den Acker umpflügt. Wir pflügen im Garten nicht, wir graben um. Und das schon als ganz, ganz lange Tradition. In der Gartenszene hat es sich allerdings ausgebreitet, dass Gärten nicht mehr umgegraben werden sollen, weil die Bodenstruktur und das Bodenlebewesen quasi auf den Kopf gedreht wird. Allerdings, das Eingraben von Pferdemist oder von Kompost im Frühling hat den Vorteil, dass wir jetzt das Bodenleben aktivieren, um eben die Nährstoffe aus dem Pferdemist oder aus dem Kompost freizusetzen, sodass es dann für unsere Pflanzen jetzt im Frühling zur Verfügung steht. Schritt 1. Ich markiere die Fläche, die ich umgraben möchte. Auf der einen Seite ist das hier definiert durch das Beetbrett. Auf der anderen Seite möchte ich diese Pflanzen belassen und spanne dort eine Schnur, sodass ich genau weiß, wo gegraben wird. Grabegabel oder Spaten? Das ist hier die Frage. Tatsächlich nehme ich zum Umgraben lieber den Spaten. Damit bekomme ich ein saubereres Flugbeet. Wenn man allerdings mit einer Grabegabel arbeitet, hat es den Vorteil, dass dort eben lockerer aufgegraben wird. Hier gehe ich jetzt aber hin, weil ich ordentlich umgraben möchte mit meinem Spaten. Das Prinzip vom einfachen Umgraben ist wie folgt. Ich grabe gleich mit der einfachen Tiefe meines Spatenblattes die Erde um. Dahingegen gibt es auch noch das doppelte Umgraben. Das werde ich euch aber separat einmal erklären. Beim einfachen Umgraben gehe ich hin und hebe vorne am Beet eine Furche aus. Dieses Erdmaterial von vorne wird auf die andere Seite des Beetes geschafft und dort zwischengelagert. Jetzt kommt der absolute Clou. Hier habe ich vergangene Tage beim benachbarten Pferdehof reifen Pferdemist geholt und den schaufel ich jetzt in die Schubkarre und werde damit dann einiges in die Furche mitfüllen. Dann fange ich mit dem Umgraben an und das ganze Erdreich bewegt sich die Tiefe der Furche nach vorne. Ich gehe immerhin als ersten Schritt und mache solch einen Schnitt mit meinem Spatenblatt, sodass die Erde gleich besser in die neue Furche umgekippt werden kann. Das ist Myzel, etwas, was wir haben wollen. Und dieses Mykorrhiza ist etwas Positives. Das zeigt, wie lebendig diese Erde ist. Und es zeigt ein aktives Pilzwachstum von guten Pilzen, die mit unseren Pflanzen eine nährstoffbildende Symbiose nachher eingehen. Also nichts Schreckliches, das Gärtnerherz hüpft, wenn man so etwas sieht. Man findet die tollsten Sachen. Ein Überbleibsel vom letzten Jahr Kartoffelanbau. Die kommt in die Küche. Ausreißer. Meine Winterposteleien, das beste Wintergemüse, was es so gibt, kann man von November bis Februar laufend abernten. Das muss leider jetzt Platz machen für die Entwicklungen hier im Kohlbeet. Jetzt war es gut, dass wir die allererste Furche am Kopf des Beetes gut ausgehoben haben. Denn hier brauchen wir nun die Erde, den Aushub. Und den hole ich mir aus meinem Erdlager wieder zurück.
Wenn ihr kein Pony im Vorgarten stehen habt, wo ihr den Pferdemist von nehmen könnt, könnt ihr auch Lauberde nehmen, die wir im Herbst gesammelt haben und einarbeiten. Ihr könnt Kompost nehmen oder eben anderes organisches Material, was ihr eingesammelt habt, sodass der Boden richtig Futter jetzt im Anfang der Saison bekommt. Wenn euch das Spaß gemacht hat, Daumen nach oben, Gartencoach-Kanal abonnieren und die Glocke einschalten, sodass ihr immer über neue Videos informiert werdet. Tschüss!